Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zu den ersten der zwei Erweiterungsmonster. Ja, von der Zeit her kamen so zwei neue Monster dazu. Ich bin heute mit der Schützenrüstung unterwegs und wir sehen uns dann jetzt beim neuen Monster, dem Bruder, dem Basilikus. Im Übrigen hier die neuen Bilder von heute. So Leute, es ist an der Zeit. Der Bruder, der Basilikus. Wenn du noch Bomben dabei hast, können wir die, legen. Der hat sie hingelegt und schläft einfach. Ich habe keine Bomben dabei. Ja, da stelle ich meine noch. Ich habe meine von eben noch in der Tasche. Weckt meine Dämon-Muni eigentlich auf? Stell dich einfach mal in die Schussbahn. Ich will sowieso Dämon gerade schießen. Ich will nur wissen, kann ich damit die Bombe auch zünden oder. Nee. Nein. Gut zu wissen. So, ich mache jetzt einen Kamikaze-Akt. Du wirst sofort verstehen, was ich damit meine. Weil mein Feuer. Wurm. Oh, das hat mich tatsächlich nicht getroffen. So, dann mache ich jetzt erstmal meinen Drop. Und gehe den Magna Malo damit verprügeln. Wozu habe ich den Goldsackkäfer? Sorry, das war nicht beabsichtigt. Das war der Sakura-Hieb. Die Folgeschläge, die springen, lass mich da drauf. Dann lass mich wenigstens auf den Magna Malo. Ach verdammt, das war die Wand. Mein Aim ist heute für den Arsch. Einmal mit Profis. Aber der Magna Malo wurde so zum Glück reibbar geprügelt. Da kannst du den Magna so nehmen. Warum konnte ich halt nicht drauf? Spielen wir das Spiel eben so rum, habe ich auch kein Problem mit. So, jetzt prügeln wir das Zeug aus dir raus. Gib ihm Keile. Ruhig, keine Sorge. Boah, der hat passiert. Der Schweif gehört übrigens ganz dir. Ich habe keine Schnittmunition dabei. Jojo, ich bin schon dran. Ey, was? Du weißt, dass ich Streu stets dabei habe. Dann zieh woanders hin und nicht auf den Schwanz. Ich habe auf den Rücken gezielt. Flackernder Silberpanzer. Au, der ist auf mich drauf gefallen. Er ist unangenehm, wenn so ein bombardierender Fettsack auf einmal auf einem drauf sitzt, oder? Brennt so ein bisschen. Die Explosionen sind deutlich größer, als ich erwartet hatte. Ich will weg. Oh, ja. Das wäre so ein geiles Foto geworden, während der da zwischen seinen Bomben liegt. Ich weiß, wovon ich ein Foto haben will. Ein cooles neues Monster mit einem coolen neuen Foto. Ich wollte erst so ein Foto machen, wie das so in der Luft leuchtet. Und dann habe ich eins vom Aufprall gemacht. So, ich versuche mich auf die Flüge zu konzentrieren. Die sind für den Schützen wesentlich besser zu treffen. Eben ein bisschen Loot einsammeln. Oh, was hat der denn für einen lauten Schrei? Den konnte man ja bis hier hören. Ratz, geh weg. Komm her, Schnucki. Nee, die Säule sollst du nicht rammen. Du sollst hier hinkommen. Passt. 3800 Schaden. So, vorerst natürlich auf den Rücken. Der ist der mieseste zu brechende Punkt. Ich habe die Bomben hinter mir vergessen.
Das ist so schön, die Schützen sind einfach der Konter von dem. Ich bin tot. Sagt er und starb. Ja, aber der fliegt ja hauptsächlich und bombt die ganze Zeit, deswegen ist der Schütze eigentlich richtig gut gegen den. Leute, ich habe eine richtig starke Rüstung, so ist das nicht, der macht einfach nur immensen Schaden. Nein, ich habe mittlerweile die Malsen-Rüstung an. Ihr seht das nur nie, weil wir stets dicke Rüstung tragen. So, ich mach mal das Leben für uns alle angenehmer. Und da war er unten. Sakura Hidrege. Da kommt Streumunition. 1000 Schaden auf den Schweif gedonnert mit einem Hit. Er trägt übrigens die Rüstung von dem Geismagorm. Und der mir keine extrem hohen Schaden austeilt. Hat aber auch einen extremen Nachteil, weil er selber die ganze Zeit Schaden kassiert. Hilfe, hier! Leben! Nicht sterben! Gern geschehen. Danke. So, ich habe mir ein weiteres Foto verschwendet. Ich lass ihn jetzt mal die Knallkröte spüren. Zumindest war es mein Plan. Ich habe mich selber gesprengt. Ja. Das war mein eigentlicher Plan, Leute. Ihr habt da was komplett falsch verstanden. Ich will hier weg! Das Bild war Mist. Hab dich noch getroffen. Ha! Mal eben nachschärfen. Das Problem hab ich nicht. Und einen Fisch verdrücken. Mein Fisch ist ausgelaufen. Ich habe übrigens einen Sprintsaft getrunken. Das heißt, du hast jetzt eine kurze Zeit besser mit der Sprintleiste. Ich sehe es. So, eine Schockfalle für meinen eigenen Schutz. Und ich gehe weiter auf Flügel und Rücken, okay? Du machst Schweif. Ich arbeite daran. Keine Sorge, ich habe auch keine Streumunition mehr. Das war Kopf, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Als ob der Flügel gerade so runtergegangen ist, dass ich ihn nicht getroffen habe. Könnt ihr mal übrigens ein bisschen näher kommen? Möchtest du mal öffnen, dich so viel zu bewegen? Ich komme an deinen Schweif nicht ran. Spielen wir das Spiel eben so. Aua. Geh weg, geh weg, geh weg. Ach, verdammt. Ey, froh, dass ich gerade geheilt habe. Ja, das hat mich gerade gerettet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich nochmal umdreht. Oh. Zieht seinen Schwanz über den Boden. Ja, davon habe ich ein Foto. Drei Fotos habe ich jetzt verballert. Ja, komm, komm näher. Danke, halt dein Schweif schön am Boden. Das kann ich schön draufziehen. So, den Moment genutzt. Jetzt hat er seinen Schwanz hochgenommen, als gerade draufgezogen hat. Ah, daneben! Hey, nicht mich. Nicht immer mich. Ich mag das nicht. Hat er mich verfehlt? Du hast gesehen, wo ich stand, oder? Nein, ich habe leider nicht getroffen. Ich stand in ihm drin, der ist durch mich durchgesprintet und er hat mich nicht getroffen. Der hat so eine eigenartige Hitbox. Ich treffe mal alles, aber nicht den Schweif. Ich glaube, das war ein Flügel. Ja, das war Flügel. Der rechte ist kaputt, okay. Keine Sorge, ich denke an dich. Ich passe schon auf, dass du nicht tot umfällst. Aber ja, momentan geht's. Momentan läuft der Fisch noch wieder. Nein, nein! Der Konterschuss hat mich übrigens nicht gerettet. Ja, das sehe ich.
Darf ich dir das auch mal tun? Darf ich dich auch mal heilen? Das ist immer nur andersrum, ne? Irgendwie müssen wir das Spiel auch mal rumdrehen. Dass ich dir das Leben rette. Kann ja nicht immer nur andersrum sein. Oh nein! Das in Ultra-Version! Geh weg, geh weg, geh weg! Man kann ihn dabei tatsächlich aufhalten, wenn man die Blitzbombe gut timet. Das kommt man beim anderen schon. Kannst du nicht mal rumdrehen? Danke. Nicht in meine Richtung. Kannst du mir jetzt mal abfallen, du Schweif? Ich hab ihn mal blind gemacht, ne? Ach, das wäre vielleicht ganz angenehm. Komm, halt mit dem Flügel hin. Ja, ein. Hier ist der Seilkäfer. Ich such den die ganze Zeit. Wo ist der? Ich such den auch. Hier vorne an seiner Schwanzspitze schwebt er rum. Ach, da ist der. Und weg. So, einmal ein Foto für die Galerie. Das zählt nicht für den Wettbewerb. Hast du jetzt ein viertes Foto gemacht? Ja, nur für die Galerie. War das Foto so geil dafür? Oder wolltest du eins einfach, wo man ihn gut sehen kann? Nur zum gut sehen. Die Galeriefotos sind nie wirklich irgendwas Besonderes. Die sind einfach nur, wo man die Monster gut sieht. Ich hatte beim Goremergala beispielsweise dieses Pan-Foto, was ich als viertes Foto hatte. Ach, das in die Ecke gucken. Das hatte ich genommen für die Galerie. Da habe ich tatsächlich irgendwann im Nachhinein, als die nochmal gemacht hat, wenn mir noch was gefehlt hat, war gerade in den Enrage geht eins von gemacht. Im Ernst, man kriegt den ganz normalen Basegussflieger aus dem Schweif. Achtung! Ich mach gerade wieder Anti-Munition. Ja, ich hab's gemerkt. Aber solange der da beschäftigt ist. Ich muss auf seinen Popo ziehen, der ja eigentlich sein Rücken ist, ne? Ein Besenpflege. Sein den Rücken, das ist so gemein, den brechen zu wollen. Sein eigentlicher Rücken zählt ja auch dafür, aber den triffst du mit der Klinge halt einfach gar nicht. Da ist Wasser, da ist Wasser. Abrollen. Ich glaube, ich bin gegen Feuer mehr oder weniger immun. Ne, ich habe sogar Minuswiderstand, die brenne ich bisher noch nicht. Konter, Konter, Konter! Es hat mich zumindest gerettet. Ich habe jetzt einfach die erstbeste Heilung genommen. Hauptsache, ich überlebe den Schmarrn. Sei mal blind. Sei eine blinde Fisch. Das er ist coole, bereit. Coole ist die Heiligscheiden-Kombo, die kontert automatisch. Wenn du sie drin hast und du angegriffen wirst, zieht der automatisch einen Konter durch. Zumindest wenn du gerade angefangen hast zu laden. Mit voller Ladung macht er keinen Autokonter mehr, aber gefangen. Wenn du gerade angefangen hast, kriegst du noch einen Konter dafür spendiert. Das ist eine interessante Info. Boah, wir haben den Drecksack gefangen. Und die Pyro hat den direkt verlassen, den Ort. Da liegt er. Ich krieg's bei ihm nie hin, alles zu brechen, ne? Das ist bei dem auch relativ tatsächlich sehr schwer, weil du den Rücken fast nicht erreichst. Ja, Leute, eine Sequenz wird nicht kommen, aber ihr könnt ja sehen, was wir erhalten haben. Bei der Klinge habe ich das einmal so gemacht. Das kann, ihr könnt ja eine bessere Taktik dafür in die Kommentare auch schreiben. Dass ich einfach Fallgruben ohne Ende genutzt habe. Ich habe 4 Fallgruben genutzt und 2 Donnerkäfer. Aber dann habe ich den Rücken auch endlich kaputt bekommen. Und ich habe durchgehend die Seilkäfertechniken reingespammt. Mit Teilezerstörer.
Und ich habe trotzdem sehr, sehr viel gebraucht, damit ich den Rücken kaputt gekriegt habe. Also der ist wirklich scheiße zu brechen. Ich habe sowas erwartet. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wenn ja, ein Abo dalassen, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!